Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr mich auf dem Weg zu den 500 Abonnenten unterstützen wollt, lasst doch gerne mal hier ein Abo da. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr auch bei meinem Twitch-Kanal vorbeischaut. Erster Link in der Videobeschreibung. Und lasst natürlich gerne dort ein Follow da. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir den Schlachtenstäbchen-Skin wieder im Shop. Hier hat man einmal den Standardstil, dann einmal den Stil ohne Gesichtsbemalung und dann einmal noch mit Helm und Gesichtsbemalung. Dazu natürlich das Korallenkommando Backpack. Das singt Lieder, um deine eliminierenden Feinde zu gedenken. Also wahrscheinlich nachdem man einen Kill gemacht hat, singen die dann. Ist auf jeden Fall ganz nice. Dann haben wir die Blasenkamo Lackierung, die ist auch animiert. Hier die paar Bläschen steigen da auf. Dann haben wir als nächstes den Spinnritter-Skin. Ist auf jeden Fall ein nicer Skin. Wird auch relativ viel gespielt. Dann die weibliche Version davon Arachne. Und die Netzfetzer Spitzhacke, die ist auch reaktiv. Die Augen leuchten hier nämlich mit der Zeit immer stärker, glaube ich, umso mehr man schlägt. Weiß aber nicht ganz genau, ob das genau dann ist oder ob es auch von Damage und so abhängt. Aber auf jeden Fall leuchten die Augen dann mit der Zeit mehr. Dann haben wir als nächstes den Flugweber Gleiter. Und dann haben wir hier den Schlotterskin, der ja zum Winter-Event reinkam in Shop. Dazu dann die Frostschneider-Spitzhacke. Als nächstes haben wir den Sanctum-Skin. Dann haben wir die Rächerin. Dann albernes Hüpfen. Ist auch ein Fortbewegungs-Mode. Und jetzt haben wir eine Abfuck-Musik, nämlich Bin eine Katze. Das ist die Musik zum. Wo ist der? Zum Katzenklau-Emote. Und wahrscheinlich hört sie sich genauso an. Wir werden mal kurz reinhören. Ist jetzt leider etwas leise. Ich hoffe, man kann es trotzdem hören. Im Prinzip genau das gleiche und die ist immer noch genauso nervig wie der Emote selbst. Ja, im Prinzip genau der Emote. Wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Aber ansonsten tatsächlich genau das gleiche, weil ja letztendlich der Emote auch schon eine ganze Musik dahinter hatte. Dann aber auch als neues Emote noch Runes Repertoire. Und als letztes haben wir dann den Zusammenreiß-Emote. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schaut natürlich gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei. Dort werden wir heute die FNCS zocken. Das Ganze beginnt um 15 Uhr. Vorher werden wir uns natürlich noch ordentlich einspielen. Ich habe ja neue Keybinds, kommen damit schon ganz gut klar. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort vorbeischaut. Und ich hoffe, wir sehen uns dann dort wieder. Bis dahin. Ciao.